Eurovideo-Medien. Und natürlich Dalek Entertainment. Ja, halli, hallo, herzlich willkommen und damit sind wir auch schon bei einem neuen Let's Play von einem neuen Spiel, das wir uns bisher noch nicht angeschaut haben. Und zwar sind wir bei Fire von, wie wir gerade gesehen haben, Dalek Entertainment. Das möchte ich mir mit euch ganz gerne ein klein wenig anschauen. Ich hatte das Vergnügen, in der Beta schon mal ein bisschen da beim Testen mitmachen zu dürfen. Dementsprechend kenne ich das Spiel schon so ein klein bisschen, an manchen Stellen bei den Puzzles weiß ich auch noch so ein klein bisschen, was man da tun muss, also läuft schon. Ja, bei Fire handelt es sich um ein kleines Puzzlespiel, ein Rätselspiel, also eigentlich ist die Level sind so kleine Rätselchen, die man lösen muss, um dann von Level zu kommen, um dann irgendwann beim letzten Level anzukommen, nachdem man das Spiel dann durchgespielt hat. Das Ganze dreht sich um den kleinen Kollegen hier unten, das ist Unk. Und Unk ist in seinem Dorf der Feuerbeauftragte. Das heißt, er ist dafür zuständig, dass dieses kleine lodernde Feuerchen hier auch tatsächlich nicht ausgeht und bleibt. Weil das Ganze spielt, wie man schon sieht, das ist ein kleiner Neandertaler. Das spielt halt im Neandertal vor vielen, vielen Jahren. Und da war halt, die Feuerzeuge waren da noch nicht ganz so sehr verbreitet. Der Weg zum nächsten Kiosk, um sich ein Feuerzeug zu kaufen, war dann doch etwas weiter, nämlich so ungefähr, ich sag mal so 10.000 bis 12.000 Jahre weit. Wollten die nicht unbedingt immer laufen. Deswegen, wenn die einmal Feuer hatten, waren die da ganz happy und wollten das behalten. Deswegen muss er aufpassen, dass das halt schön anbleibt. Wir werden gleich sehen, dass ihm das nicht ganz gelingt. Das Feuer geht aus. Er wird aus seinem Dorf geworfen. Mit dem Auftrag, ein neues Feuer zu suchen. Er muss zum Vulkan, um dort neues Feuer von dort, vom Vulkan, in sein Dorf zu bringen. Und die einzelnen Level und die Rätselchen, die man so durchpuzzeln muss, um die Level zu schaffen, sind quasi Unks abenteuerlicher Weg von seinem Dorf zum Vulkan, um neues Feuer zu beschaffen. Daher auch der Name des Spiels. So viel zur Vorrede. Ich würde sagen, Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Dann starten wir doch einfach mal einen neuen Spielstand und springen einfach mal so direkt mitten in die Aktion hinein. Tja, da war das Feuer dann schnell aus und der Unk flog aus dem Dorf hinaus. So kann's gehen. Es ist der typische, liebevolle Grafikstil, von wie man es von Dedalic halt kennt. Schön. Also ich bin froh, dass ich es euch eigentlich zeigen kann in der Beta. Ich habe dieses Spiel wirklich, ich persönlich finde dieses Spiel absolut großartig. Mir hat es in der Beta eine Menge Spaß gemacht. Ich fand das total super und habe darauf gewartet, dass es endlich veröffentlicht wird, dass ich es euch endlich zeigen kann. Weil das ist echt mal wert, sich anzugucken. Gerade wenn man so ein bisschen Rätsel und Puzzlespiele mag. Halt gepaart mit dem wirklich liebevollen, schönen Stil von Dedalic. Aber naja, gut. Ihr werdet sehen, wir werden es erleben. Und hier haben wir schon das erste, hier dieser kleine Apfel, der blinkt. Den müssen wir gleich, den brauchen wir, an den müssen wir ran. Und naja, das wäre auch zu einfach, wenn man sich den einfach nehmen könnte. Ja, das geht nicht, da kommt er nicht ran, der hängt zu hoch. Schade. Noch ein, zwei Worte eben ganz kurz zur Steuerung, zum Interface. Wir haben gerade schon gesehen, wenn man hier so Sachen mit dem Mauszeiger drüber geht, die man anklicken kann, dann wird der so gelb-orange. Das sind Sachen, mit denen Unk direkt er selber interagieren kann, wenn er denn rankommt und die Äpfel nicht so weit hochhängen. Es wird dann später auch noch Situationen geben, wo der Mauszeiger blau wird mit so einem kleinen Auge drunter. Das sind Stellen, wo
der Spieler selber, in dem Fall ich oder ihr, wenn ihr spielt, mit der Welt interagiert, um irgendwelche Dinge zu tun, die Unk dann hoffentlich hilfreich sind. So, dann gehen wir mal zurück. Meistens sind, also eigentlich fast immer mit einer einzigen Ausnahme, sind die Level immer 3 Screens groß. Hier wäre zum Beispiel der erste Screen von diesem Level. Der zweite, den kennen wir schon. Und hier hinten wäre dann der dritte. Siehst du, hier gibt es auch Hirn, hier verfärbt sich der Maus, da gibt es ein paar Sachen zum Anklicken. Gehen wir mal zurück. Dann gibt es hier noch diese kleine Hinweistafel. Die weist uns darauf hin, wenn wir die Leertaste oder die mittlere Maustaste drücken, dann werden hier diese kleinen Hilfsmünzen werden dann sichtbar. Falls man mal überhaupt nicht weiter weiß, falls man mal alles ausprobiert hat und nicht mehr weiß, mein Gott, wo soll ich denn jetzt noch hinklicken, dann kann man mal die Leertaste drücken und dann zeigt einem das Spiel, pass mal auf, hier kannst du klicken, da kannst du klicken, da kannst du klicken. Also da jetzt gerade nicht, aber wenn da was wäre, dann wäre hier auch so eine kleine silberne Hintmünze, die uns dann zeigt, wo man alles klicken kann. Außerdem sind in den Levels, ich guck mal gerade, ob ich hier so auf die Schnelle eine finde, wahrscheinlich nicht. In jedem Level sind 3 goldene Münzen, 3 goldene Sammelmünzen versteckt, die man finden kann. Und mit diesen goldenen Sammelmünzen kann man sich dann später in der Bonusgalerie noch ein paar Sachen freischalten. Das schauen wir uns auch an. Wo die ganzen Münzen versteckt sind, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wenn ihr dann noch Ideen habt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben, wo die Münzen sich so befinden. Aber jetzt fangen wir erstmal tatsächlich an. Hier das Tor können wir anklicken, das ist der Eingang zu Unks Dorf. Ich gehe davon aus, dass sie ihn nicht nochmal wieder reinlassen. Nein, stattdessen schmeißen sie ihm dann doch nur einen Knochen an den Kopf. Ich glaube, der Kollege ist da gerade nicht so erwünscht. Na gut, nehmen wir uns den Knochen einfach mal mit, kann nicht schaden. Na, komm schon. So einen Knochen kann man später immer mal gebrauchen. Vielleicht hilft uns der Knochen, an den Apfel ranzukommen. Ah, da passiert schon mal was. Oh, gar nicht so blöd, ne? Mit dem Knochen nach dem Apfel werfen, um den von dem Baum runterzuhauen. Dummerweise ist da jetzt diese Schlange im Weg und die mampft uns dann den Knochen weg. Okay, das heißt, wir haben zwar die Lösung für unser Problem, haben aber direkt ein neues Problem. Dann schauen wir da mal, benutzen wir mal nicht so direkt die Hint-Dinger, dann gucken wir mal, was es hier gibt. Die kann man da, kann da nicht allzu viel mit anfangen. Was ist mit dem hier? Nö, den kann man auch nicht anklicken. Schade, schade, schade. Aber, ah, guck mal hier, da, Spitzhacke. So, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht mit der Spitzhacke an den Apfel rankommen. Den runterpieksen oder sowas. Ah, fast. Reicht auch noch nicht ganz. Ist auch noch ein bisschen zu hoch. Tja. Dann, können wir mal gucken. Jetzt benutzen wir euch mal hier die Hintmünzen. Ah, guck mal hier. Und da sagt er uns nämlich schon, wir können nicht nur den Apfel und hier unten den Knochen, sondern wir könnten auch mit dem Schlangenschwanz hier mal. Ah, clever. Das ist natürlich eine coole Idee. Mit der Spitzhacke, mit dem Dreizack einfach die Schlange da unten festnageln. Und dann könnten wir ja jetzt mal versuchen, mit dem Knochen den Apfel da runter zu hauen, nicht wahr? Na also, geht doch. Wunderbar. Dann gucken wir mal, was passiert. Scheint auf jeden Fall schon mal zu schmecken. Das ist immer so duselig. Drogenapfel. Ja, dürfte jedem klar sein, was der Baum uns da gerade erzählt hat, oder war ziemlich einfach zu verstehen. Nur nochmal ganz kurz zusammengefasst, also diese kleinen Viecher hier, das sind sogenannte Kollektis. Das kommt daher, weil man die kollektieren muss. Und wenn man die nämlich kollektiert hat,
dann kommt man ins nächste Level. Also die muss man einsammeln, damit man dann ins nächste Level kommt. Das ist also immer so der Inhalt von den einzelnen Leveln. Man muss halt die Rätsel lösen und die Puzzle lösen, um diese Kollektis zu kriegen. Das geht jetzt hier irgendwie noch nicht, da sind wir gerade noch ein bisschen weit weg. Außerdem habe ich gesehen, ist hier die erste Goldmünze. Da. Badin. So, da ist die erste Goldmünze. Ich habe leider keinen Plan, wo hier noch mehr sind. Da müsste man mal schauen. Die werden natürlich intelligenterweise auch nicht durch die Hintmünzen oder so angezeigt, wo die sind. Da muss man echt mal suchen. Vielleicht wollen wir noch mal ins Dorf gehen. Vielleicht schmeißen sie uns jetzt eine Goldmünze an den Kopf. Nö, eine Goldmünze schmeißen die uns schon mal nicht an den Schädel. Da muss man mal gucken. Ich denke mal, da werde ich mal in Ruhe mal gucken, wo vielleicht die Goldmünzen sind. Wie gesagt, wenn der ein oder andere noch eine Idee hat, wo da vielleicht noch eine Goldmünze versteckt sein könnte, schreibt es in die Kommentare, dann probieren wir das aus. Man kann natürlich, wenn man die Level gelöst hat, ihr habt schon gesehen, gerade eben, da war so ein bisschen die Übersichtskarte. Und man kann dann natürlich auch auf bereits gespielte Level, kann man nochmal reingehen, kann die nochmal durchspielen. Natürlich dann auch die restlichen Münzen. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel diese Klospülung. Da kann der Spieler... Ah, guck mal hier. Hier haben wir direkt... Hier haben wir noch ein Münzchen. Sammeln wir direkt mal ein. Und jetzt verschieben sich natürlich die Dinger hier. Dann gucken wir mal, dass wir den guten Unk jetzt mal hier drauf kriegen. Ah, guck mal hier. Das läuft doch. So, hier weht ein bisschen Wind. So, und dann haben wir... Guck mal, ja, großartig. Jetzt haben wir den guten alten Unk hier auf dem letzten Ding drauf. Jetzt muss man den nur noch irgendwie hoch zu dem Kollektiv kriegen. Ja, ich würde sagen, läuft, ne? Und das gute Viech einsammeln. Und da ist das Portal. Herzlich willkommen zu Level 2. Ja, hier ist die Übersichtskarte. Ich warte gerade mal drauf, dass ich meinen Mauszeiger wieder kriege. Also, da wandert Unk nämlich schon zu Level 2. Das ist die Übersichtskarte. Hier kann man dann alle bereits geschafften und freigespielten Level kann man dann nochmal spielen oder man kann sich den gerade selber, den gerade freigeschalteten. Also in der Regel nimmt man dann natürlich immer den man gerade freigeschaltet hat. Da oben in der Ecke sieht man auch wunderschön die Münzen, die man in dem Level eingesammelt hat. Gibt immer drei Stück. Jetzt haben wir hier natürlich eine verpasst. Tja, hier gibt es dann natürlich auch drei und dann gibt es, ich glaube, es sind, nagel mich jetzt nicht drauf fest, 10 Level. 10 oder 9 Level oder so. Hier oben ist der Vulkan, da müssen wir hin. Das ist das große Ziel, da müssen wir hin. Hier lodert das Feuer, das muss Unk einsammeln. Und hier ist die vorhin erwähnte Bonusgalerie. Hier kann man sich dann mit den Münzen, die man hat, kann man dann so ein paar Bonusdinger freischalten. Die habe ich mir selber alle noch nicht angeguckt. Das schaue ich mir zusammen mit euch im Laufe von diesem Let's Play alles an. Und dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal ohne allzu weite Ausschweifungen auf den Weg zu Level 2. Da ist das Kollektiv. Das war ja einfach. Kurzer Level. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das noch nicht war. Super, das ist natürlich ganz großartig. Da atmet der alte Drache unser Kollektiv ein. Großartig. Gut, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie in diesen Drachen reinkommen und das Kollektiv da wieder rausholen. Dann schauen wir uns doch mal um, dann gucken wir doch mal, was hier so geht. Ah, wir können vielleicht einfach in die Nase reinkrabbeln. Nee, hinterher klettern geht schon mal nicht. Dann gucken wir mal, was wir hier so in der Ecke noch haben. Hier können wir noch... Oh, cool, wir können einfach auf den Drachen draufklettern. Oh, kann man auch mal machen, ne? Guck mal hier, der erinnert mich irgendwie... Hier in der Ecke, der erinnert mich irgendwie an den Hund aus irgendeiner Zeichentrickserie. Ich weiß auch nicht. So, was haben wir hier? Ah, guck mal hier. Hier können wir ein paar Schuppen aus dem Drachen rausziehen. Hilft uns jetzt aber, glaube ich, auch erstmal nicht weiter. Hier ist noch was. Ah, guck mal, hier ist ein Faden. Guck mal hier. Da haben wir... Oh, cool. Das ist praktisch. Direkten Zugriff auf das Gehirn vom Drachen. Dann gucken wir nochmal... Ah, guck mal hier. Ah, guck mal, jetzt hat sich da hinten irgendwas bewegt. Lass mal ganz kurz checken gehen, was... Ah, guck mal, hier ist schon mal die erste Goldmünze. Das ist doch schon mal cool. Da haben wir direkt schon mal unsere erste Goldmünze. Ah, guck mal, hier liegt auch noch was. Achso, da kommen wir jetzt natürlich nicht mehr ran, weil er hat seinen Schwanz hier hochgehoben. Okay, das heißt, wir haben die Möglichkeit hier vorne, wenn wir hier das Kontrollzentrum des Drachen öffnen, können wir die Nasen aufmachen, wir können das Maul aufmachen oder wir können ihn den Schwanz hochheben lassen.
Das war schon mal ganz praktisch. Dann würde ich sagen, lass mal ihn mal das Maul aufmachen. Die Goldmünze da drüben hatte ich gerade eingesammelt, ne? Ja, ich glaube, irgendwie schon. Wie lange noch oben? Jetzt ist weg. Jetzt liegt der Schwanz da drüben. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück runter. Und wir wagen uns mal in das Innere des Drachen vor. Tja, dann jonnen wir mal weiter, ne? Da ist das Kollekti! Dummerweise kommen wir da nicht dran, weil das ist irgendwie... Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist in seinem Darm. Aber er hat es ja eingeatmet. Kann es dann im Darm, ja, irgendwie... Na gut, ja, vor allem, wenn er sich verschluckt hat, ne, nach dem Einatmen. Okay, kann man hier... Oh, hier haben wir irgendwie... Hier kann man was mitnehmen. Was mit den Dingern hier? Ah, guck mal hier, da macht er die Zehennägel. Klappt er hier hoch und hinter dem einen ist auch passenderweise direkt noch eine Goldmünze. Das ist doch cool, die sammeln wir direkt mal ein. Haben wir vielleicht noch sonst was? Noch ein paar Goldmünzen? Das sehen wir jetzt gerade hier nicht, ne? Aber ich glaube, die bleiben... So, wir gehen mal... Guck mal, also hier... Ne, da ist keine Goldmünze. Unter dem... Ne, glaube ich irgendwie auch nicht, ne? Ne, da ist auch keine Goldmünze. Ich meine, das wäre auch ein bisschen blöd, wenn jetzt hier irgendwie... Und da wären ja quasi zwei identisch gleiche Verstecke. Wäre ja auch ein bisschen blöd. Na gut, dann gucken wir mal. Auch keine Goldmünze. Oh, aber guck mal hier. Hier ist dieser rote Faden, der das Ding da oben aufmacht. Kann man das auch von hier? Ah, das ist ja mal äußerst praktisch. Also wir müssen jetzt nicht immer hier hochklettern, um den aufzumachen. Wir können das auch mal ganz geschmeidig von hier unten. Das ist dann cool. Pass mal auf, dann machen wir mal... Na, hilft uns jetzt, glaube ich, auch noch nicht so wirklich weiter. Können wir gucken, ob wir irgendwie Nuss hier in die Nase reinstecken können. Ah, stopp. Funktioniert. Wollen wir erstmal kurz gucken, was sich denn hier getan hat. Achso, ja, super. Jetzt ist es Kollekti und so eine komische zugenähte Nuss hier im Dingens. Aber ich glaube, guck mal hier, die Nuss drückt das Kollekti fast da raus. Mhm. Genau, erstmal noch schön am Böppis kratzen. Da hinten war da noch eine, oder? Ich habe doch vorhin gesehen, dass da noch eine war, wenn er seinen Schwanz hochgehoben hat. Lag doch unter dem Schwanz noch so eine Nuss. Dann lass mal ihn den doch nochmal eben heben. Ja, guck mal hier. Die da nämlich. Yeah. Schnapp. Und jetzt brauchen wir die Nadel. Brauchen wir eine Ophelinasi. Guck mal, was ich jetzt tue. Und? Ja, und durch! Ja, jetzt regt er. Ja, gut, jetzt ärgert er sich natürlich, weil das Ding ganz weg ist. Aber vielleicht kriegen wir das Teil ja irgendwie aus dem Drachen wieder raus. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Jetzt müssen wir nur mal... Oh, guck mal hier. Da wackelt's. Da wackelt's. Großartig. Pass mal auf. Dann gehen wir da nochmal hoch. Wenn irgendwie jemand hier zwischendurch unterwegs irgendwo so eine Goldmünze sieht, wäre natürlich schön, wenn wir irgendwie hier die meisten davon irgendwie finden können. Ich klicke hier gerade einfach mal verzweifelt in der Gegend rum. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo eine Goldmünze ist. Irgendwo muss ja, also sind ja wohl irgendwie immer drei pro Länder. Naja, ist egal. Machen wir erstmal hier. Guck mal, Ding wackelt. Ah, guck mal hier, jetzt wackelt der. Das heißt, das Ding hängt hier irgendwie fest. Das Teil hängt hier irgendwie an den Dingern fest. Und pass mal auf, dann lassen wir ihn jetzt nochmal sein Schwänzlein heben. Und hoffen dann, dass wir da an das Teil rankommen. Dein Schwänzlein auf. Na, großartig. Guckst du hier. So, bevor ich das jetzt aber aufsammel und tatsächlich damit dann den dritten Level freischalte, würde ich schon ganz gerne nochmal eben ganz kurz im Minütchen herumgucken, ob ich vielleicht irgendwo... Oh, darum kommt der Fall nicht ran. Ob hier noch irgendwo eine Goldmünze ist. Wir können ja nochmal in den Drachen reingehen.
Aber ich glaube, da hatten wir schon. In dem Screen hatten wir schon eine Goldmünze gefunden. Ne? Das war die, die unter dem Zehennagel hier lag. Tja. Ich weiß es nicht. Na gut, macht jetzt auch keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch eine Goldmünze sein könnte. Wie gesagt, wenn ihr noch welche Verstecke kennt von den Münzen, schreibt es in die Kommentare und dann gehen wir in die Level dann irgendwie in der letzten Folge nochmal durch und sammeln alle Münzen ein. Und in der Zwischenzeit schalten wir uns dann den Weg in den dritten Level frei. Da ist Level 3 frisch für hier mit 2 Münzen, da mal auch 2 Münzen. Naja, schau N4 mal. Nun gut, Level 3 ist freigeschaltet. Den würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, Fire gefällt euch mindestens genauso wie mir. Also ich finde es total cool. Und das werden wir auf jeden Fall durchspielen. Das dauert auch nicht ganz so lange. Wie gesagt, es sind ungefähr 9 oder 10 Level sind es, bis wir hier oben am Vulkan sind. Das wird jetzt nicht so mega, mega lang, mega ausartig. Aber es wird auf jeden Fall schön. Da wird dem kleinen Tollpatsch Unk wird da noch so einiges passieren. Da werden noch einige witzige Sachen passieren. Einige schöne Puzzles, einige schöne Rätsel, die es zu lösen gibt. Besonders gefallen tut mir der Level hier oben. Das ist so ein Weltraumlevel. Der bricht so ein klein bisschen das Prinzip von den normalen Leveln. Der funktioniert ein bisschen anders, was ich persönlich unheimlich schön finde, weil es bringt so ein bisschen Abwechslung rein. Das ist ein bisschen erfrischend, wenn da plötzlich die Mechanik ein ganz klein bisschen geändert wird. Aber halt nicht so viel, dass man sagt, hey, das passt jetzt irgendwie gar nicht. Aber ihr werdet es ja sehen. Ihr werdet sehen in diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ich freue mich auf euch. Fire von Delalic Entertainment. Bis demnächst zur selben Stelle und dann gibt's mit Level 3 und so geht's dann weiter. Tschüss.